Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo, immer noch am 15. bei mir. Ja, also, da wir zurzeit leider Gottes Themenmangel haben und aus Ermangelung an Themen, kann ich euch jetzt einfach nur zeigen, was ich zurzeit Neues im Haushalt habe und was ich gerade testen will und was ich schon kenne. Also testen will ich diese neue, die habe ich jetzt gerade erst gefunden, den Tomatenmark von Mutti. Mutti ist eine Firma, die macht unglaublich gute Tomatensauce. Also ist mal ein Tipp für alle, die auch gerne Tomatensauce essen und vor allem Tomatengeschmack sehr gerne mögen. Für Mutti gibt es eine Dose, die ist blau. Also glaubt mir, es gibt nicht viele Dosen, die sind blau. Das ist so die Mutti, die heißt, glaube ich, gestückelt Tomate und die ist blau. Und die Dose, wenn man davon eine kauft und dann eine Zwiebel reinlegt, also man nimmt die ganze Dose, tut die in den Topf rein, tut eine Zwiebel dazu, macht ungefähr 50 Gramm Butter noch dazu, dann köchelt man das so lange ein, bis die Zwiebel gar ist und dann nimmt man die Zwiebel raus. Man kann die Zwiebel dann zum Beispiel noch als Zusatz auf einen Teller legen, um es dann so dazu zu geben für Leute, die es gerne mögen. Und das ist so lecker. Dazu ein bisschen Parmesan und ich sag euch, ja gut, Pfeffersalz dürft ihr nicht vergessen. Pfeffersalz ist immer, aber davon gehe ich immer aus, dass man das, aber ja, Pfeffersalz kommt noch rein. Und das ist echt unglaublich lecker. Und weil das so lecker ist, habe ich mir gedacht, vielleicht ist das Tomatenmark von der Firma auch so super. Und weil ich eben Tomatenmark gebraucht habe und ich gesehen habe, dass das jetzt noch das günstigste war, ich glaube mit 1,49 €, also 1,50 € oder so, und ich eh mit 1,99 € gerechnet habe im Tomatenmark, habe ich mir dann gedacht, nimmst du das mit. Ja, dann, was ich auch noch gefunden habe, ist hier Dr. Oetker Sahnepudding. Also wenn irgendeiner von euch das schon mal probiert hat, ist schon ein bisschen blöd. Wenn ich das jetzt sage, dann schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr davon denkt und wie ihr das findet. Aber das Ding ist ja, im Grunde genommen esse ich den ja schon lange, bevor ihr das Video seht. Und deswegen weiß ich ja dann, wie es mir schmeckt. Interessant eigentlich. Das ist ein lustiger Fakt, der mir gerade erst auffällt. Ja, aber auf jeden Fall, den werde ich jetzt irgendwann die nächste Zeit mal probieren und bin mal gespannt. Dann, das habe ich zu Ostern mir gekauft. Das gab es beim Netto im Angebot. Und da habe ich mir gedacht, da gibt es dann drei Varianten. Und hier ist dann noch die mit weiß. Das ist eine Mischung aus dem roten und dann sind da noch weiße Schokoladendinger dabei. Und da dachte ich mir so, cool. Echt cool. Und war so total begeistert. Ich glaube, da sind auch noch andere drin. Tatsache, ist eine komplette Mischung, da sind auch noch die anderen drin. Ah, wieder was gelernt. Ja, auf jeden Fall ist das eine Mischung und die habe ich mir dann auch noch so zugelegt, dachte mir so. Und dann, was ich neu entdeckt habe, wo ich so gedacht habe, boah, cool, waren dann diese dunkle Schokoladenbällchen, zart schmelzend. Und weil ich eben bei meiner Mutter eher im Zartbitterbereich sich befinde, dachte ich mir, das probieren wir. Und ja, dann habe ich das noch mitgenommen. Hier riecht so eine Mischung, hier in diesem Gang riecht es gerade so lecker. Eine Mischung aus einem Sahnepudding und Lindt. Wenn ich nicht schon so voll gefressen wäre, wenn ich so beim Abendessen reingehauen habe, würde ich mir jetzt davon was nehmen. Ja, das war das. Und dann haben wir jetzt Lebensmittel durch und jetzt gucken wir gerade mal, wie lang ist denn das Video? Okay, 4 Minuten. Dann erzähle ich euch noch in dem Video hiervon, weil ich meine, gut. Und dann habe ich noch eine Geschichte, wo mich ehrlich gesagt ultra geärgert hat, kauftechnisch. Also ich habe mir dieses Spiel hier gekauft, Animal Crossing Amiibo Festival. Und ich habe mich voll mega drüber gefreut und wollte es auch sofort, als ich es bekommen habe, dann spielen. Ich habe mir dieses Spiel, wo es nur das Spiel ist, gekauft. Also nicht die Sonderbox, wo auch noch die Figuren dabei sind. Und habe ich mir dieses Spiel gekauft. Und dann, erste Sache, die du, wenn du das Spiel startest, gefragt wirst, ist, bitte geben Sie einen Amiibo an. Da habe ich halt meine Karten genommen, die ich habe. Und habe so gedacht, okay, gut. Und dann hat dieses, nein, sie brauchen eine Amiibo-Figur.
Und dann habe ich mich so geärgert, weil bei Amazon, wo ich es bestellt habe, stand nicht dabei, dass man eine Figur braucht, sondern da stand einfach nur, dass das Spiel reicht. Und das fand ich dann unlautere Werbung, muss ich zugeben. Ja, aber ich habe Glück gehabt und habe dann bei Amazon halt noch geguckt, wie viel kostet da eine Figur und was muss man da ungefähr dafür ausgeben. Und da war dann eine Figur bei 19,99 und glaube so ein Dreierpack bei 27,99. Kann sich inzwischen geändert haben, aber so war damals der Preis bei mir. Und da habe ich mir gedacht, boah, nee, das ist mir viel zu teuer. Und habe gedacht, gut, dann guckst du halt noch bei Euronics und bei Media Markt. Und dann habe ich halt zuerst bei Media Markt geguckt und da gibt es dann tatsächlich die Figuren, die ich wollte, tatsächlich war dann dafür 6,99. Das ist too bad. Ist ja lustig, jetzt spiegel ich mich im Spiegel. So, jetzt. Da, das ist Schubert. Den finde ich so süß. Und dann habe ich noch hier, falls ich mal Besuch habe beim Spielen, also wenn mein Vater mitspielt oder mein Bruder oder meine Schwester, dass die auch eine Spielfigur haben, habe ich noch die zwei Lamas. Weil der KK, der gehört auch zu, den werde auch nur ich benutzen. Also Schubert und KK, die sind für mich. Und es kostet dann hier 9,99 und da dachte ich mir, ja gut, es ist um vieles billiger. Und da habe ich es halt bei Mediamarkt bestellt. Und oh Gott, das war auch wieder schon eine Geschichte, wo man sagen muss, oh. Also ich habe mir dann Gutscheine von Wunschgutschein geholt. Und dann habe ich die eingelöst und dann hat es mir einen zugeschickt und die anderen zwei, die ich hatte, also von den drei, ich habe insgesamt drei gekauft und die anderen zwei von den dreien sind nicht zugeschickt worden. Also habe ich dann ihre Hotline angerufen. Die meinten, ja, da sei alles nicht eingelöst, da sei alles in Ordnung und ich müsste nur noch das Guthaben. Dann habe ich gesagt, nein, habe ich nicht. Und dann habe ich hin und her und irgendwann habe ich dann auch die Gutscheine bekommen und dann habe ich es dann auch bestellt und ja, dann habe ich es bekommen. Ein Tag zu spät, zwar rein zeitlich, weil ich meine, wenn du es zu Ostern dir bestellst, auf Ostern und es dann 2 Tage nach Ostern kommt, ist ein bisschen unpraktisch, aber gut. Ich bin ja kein kleines Kind mehr. Ich wusste ja, dass es kommt und habe mich deswegen trotzdem gefreut. Und am Ende des Tages geht es ja darum, dass man hat, was man hat, nämlich was man braucht, um das Spiel, zu spielen. Und das habe ich jetzt. Aber ich muss schon sagen, war schwer zu kriegen. Also eine andere, die sucht gerade, also ich bin ja in einer Gruppe, wo man sich über Amiibos austauscht und wo man die Karten, eigentlich ist eine Kartentauschplattform, wo teilweise inzwischen Preise herrschen, wo ich sage, also es ist dafür, dass es echt, also hier, wenn man jetzt hier sagt, ich verlange für diese Figur 15 Euro, dann würde ich sagen, ja, okay, da ist Material dran, aber für eine Karte, die eigentlich nur aus Pappe besteht, dass da Leute echt 15 Euro für verlangen, finde ich echt viel zu teuer. Und ich habe teilweise auch schon einen gesehen, der hat für eine Karte 80 Euro verlangt und ich meine damit jetzt nicht für viele Karten, sondern für eine. Und das fand ich dann auch so ein bisschen unappetitlich, muss ich sagen. Unappetitlich war das. Ja, und das habe ich dann jetzt halt. Ich versuche ja jetzt immer so gut wie möglich, mir so kostengünstig wie möglich die Sachen zu beschaffen. Und aber auch so legal wie möglich. Also ich würde jetzt nicht irgendwelche gefälschten Karten nehmen, nur weil sie günstiger sind. Aber ich möchte euch einfach den Tipp geben, falls ihr so wie ich Animal Crossing Figuren sucht und sammelt und macht, dann lasst euch nicht nur aus der Verzweiflung heraus nach dem Motto, ich will die Karte so unbedingt haben, irgendwelche überteuerten Preise anschwatzen. Und vor allem, wenn ihr selbst irgendwie eine Karte dringend braucht, dann lasst euch nicht von irgendjemanden irgendwelche Karten, die ihr gar nicht braucht, anschwabbeln, sondern wenn dann nur die, die ihr auch braucht. Und ja. Das war eigentlich alles, was ich euch jetzt da so zu erzählen habe. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter, ja, auf Twitter oder Facebook schreiben oder in meine E-Mail an die bell.outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.